Es war eine kleine Katastrophe für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ponyhofs in Marienfelde, als der Hof vor circa 4 Monaten, Sie werden es gehört haben, durch einen Brandanschlag verwüstet wurde. Doch dann geschah etwas, und damit hatte niemand gerechnet. Eine unglaublich große Welle der Hilfsbereitschaft kam ins Rollen und plötzlich standen ganz, ganz viele auf der Matte, die helfen wollten, mit Geld und mit Muskelkraft. Von wegen, wir leben in einer kalten Zeit. Hühner fangen, ganz liebevoll natürlich, ist für Sinja eine der schönsten Sachen der Welt. Sie liebt Hühner. Also das ist mein Lieblingshuhn und auch sehr zutraulich. Die meisten, die nehmen es auch meist auf den Arm und es rennt auch nicht weg wie die anderen. Zwischen den Hochhäusern auf dem Ponyhof in Berlin-Marienfelde gibt es für die Kinder noch viel mehr zu entdecken und zu tun. Ein gemeinnütziger Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, Kinder, deren Eltern finanziell nicht so gut dastehen, an Tiere, besonders an Pferde, heranzuführen. Die Kinder und Jugendlichen sollen ein Leben kennenlernen, das es so in der Stadt ja nicht so oft gibt. Hier kann man Tiere kennenlernen, wie die Warzenente und halt noch ein paar Lämmchen. Da werden die auch immer morgens, mittags und abends gefüttert, da kann man auch mithelfen. Ohne Erwachsene funktioniert so etwas natürlich nicht, aber gerade die haben mindestens genauso viel Freude wie die Kinder. Schäflein werden da auch schon mal zu Hause gepflegt, deshalb die Windel oder durch die Gegend getragen. Jeder, der von uns hier eigentlich arbeitet, macht das ehrenamtlich. Wir machen das mit dem Herzen und so, aber eben nicht für Geld. Der Hof hat etwas geschafft, was in unserer doch oft sehr unpersönlichen Welt meistens nicht so einfach funktioniert. Er hat Gemeinschaft hergestellt. Dies erst recht, als Ende letzten Jahres der Hof komplett abbrannte. Hunderte Bewohner aus der Umgebung kamen, um die Tiere zu versorgen oder beim Wiederaufbau zu helfen. Also wir waren überwältigt von dem Hilfsangebot und von der Freundlichkeit der Leute. Und es hat uns auch wieder gesagt, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit unserer Arbeit hier, mit den Kindern, auch mit den alten Leuten und mit jungen Erwachsenen. Dass das also anerkannt wird und ja, wir auf dem richtigen Weg sind. Wer will, kann hier auch Tiere ganz persönlich in Pflege nehmen und ihnen Kunststücke beibringen. Also einmal kann sie Hallo sagen. Und dann kann sie sich noch verbeugen. Natürlich nur dann, wenn beide wollen. Sissi kommt aus Schleswig-Holstein, weil sie sollte eigentlich, sie sollte geschlachtet werden, weil sie so alt ist, weil sie ist 22. Und daher, ja, ich mache ganz viel mit ihr. Nehmt die Tasche mit und kommt mit. 50 Kinder dürfen sich hier tummeln, aber die Warteliste ist lang. Denn wer möchte nicht 2 Schäfchen gleichzeitig versorgen? Ich habe immer jetzt, also ich mit meiner Mutter und mit meinem Bruder, wir gehen auch jeden Abend hier Lämmchen füttern. Das macht auch Spaß. Bloß nur, die stupsen immer richtig hoch. Mausi will nichts mehr. Kann ich das Itchy geben? Itchy! Die Kinder können hier wohl ganz leicht verstehen, dass es gar nicht so viel braucht, um für andere zu sorgen. Nur ein bisschen Futter und ganz viel Liebe. Der Ponyhof in Berlin-Marienfelde wie Phönix aus der Asche und auch in Top.